Du willst wissen, wie man Schnittmuster digitalisiert und ein mehrseitiges PDF erstellt? Das alles zeige ich dir heute im kostenlosen Programm Inkscape. Hi, ich bin Lavatis und ich habe hier ein T-Shirt-Schnittmuster, das ich digitalisieren will. Als allererstes brauche ich ein digitales Bild davon in der richtigen Größe und dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Ich werde dir beide zeigen, aber wir beginnen mit der schnelleren und fauleren Methode. Fotos machen. Wichtig ist dabei eine Größenreferenz. Dafür musst du irgendwas mitfotografieren, was Maße hat, zum Beispiel deine Schneidematte oder ein Lineal. Versuche das Foto so exakt parallel zum Boden aufzunehmen, wie du kannst. Vielleicht hat dein Handy ja auch diese praktische automatische Hilfsfunktion. Die Fotos fügen wir jetzt in Inkscape ein. Das ist ein kostenloses Vektorzeichenprogramm. Wenn du sowas noch nie benutzt hast, schau dir vielleicht erstmal ein Einführungsvideo zu den grundlegenden Funktionen an. Ich werde alles, was ich tue, anfängerfreundlich erklären, aber ich werde jetzt keine Einführung in Inkscape geben. Das würde ich jetzt zu weit führen. Als nächstes bringe ich meine Fotos auf die richtige Größe. Dafür zeichne ich mit diesem Werkzeug hier ein Rechteck. Einfach klicken, ziehen und loslassen. Und dann mache ich daraus ein 5x5 cm Quadrat, indem ich hier oben die gewünschte Höhe und Breite eingebe. Tipp, die Werte sind auf Millimeter voreingestellt, aber du kannst sie hier auf Zentimeter umstellen, wenn du willst. Jetzt muss ich die Größe meiner Fotos anpassen, sodass das Raster der Schneidematte mit diesem Quadrat übereinstimmt. Hier rechts unten kannst du die Deckkraft des Fotos runtersetzen, um das Quadrat besser zu sehen. Oh Mist, das Foto verzieht sich. Um das zu verhindern, musst du Steuerung gedrückt halten, dann bleibt das Seitenverhältnis gesperrt. Während ich alle Bilder fertig anpasse, zwei kleine Hinweise. Erstens benutze ich Inkscape jetzt seit etwa einem Jahr und bin noch kein Profi. Es kann gut sein, dass es für manche Schritte einfache oder schnellere Wege gibt. Ich bin dankbar für Tipps in den Kommentaren. Zweitens seht ihr, dass ich Inkscape auf Englisch benutze. Das Programm gibt es in ziemlich vielen verschiedenen Sprachen, aber ich krieg's irgendwie nicht hin, die Sprache zu verändern, auch nicht mit Neustart. Also müsst ihr jetzt mit der englischen Version leben. Wenn ich euch deutsche Namen von Funktionen sage, kann es gut sein, dass die nicht wörtlich stimmen. Jetzt ist es vielleicht nicht so einfach, dieses Foto exakt perfekt von oben aufzunehmen. Oder du kriegst es nicht hin, dass dein Papierschnitt ganz glatt liegt. Jede Abweichung verzerrt natürlich dein Schnittmuster ein kleines bisschen. Vielleicht verzeiht dir der Schnitt das, vielleicht nicht. Aber wenn du es ganz perfekt machen möchtest, habe ich hier noch eine zweite Methode für dich, nämlich ein Scan. Aber das Schnittteil ist größer als mein Scanner. Was mache ich denn jetzt? Ich muss es Stück für Stück einscannen. Und welche Stücke ich brauche, kriege ich raus, indem ich mein Schnittteil so zusammenfalte, dass es kleiner ist als meine Scanfläche. Dann zeichne ich diese Knicke mit einem bunten Stift nach und zeichne auch noch solche Kreuze, die helfen mir später beim Ausrichten. Nummerieren und Beschriften hilft übrigens auch, aber ich habe das vergessen. So sieht es dann aus und jetzt scanne ich jeden Abschnitt einzeln ein. Pro-Tipp, wenn dein Schnittmuster aus weißem Papier ist, leg ein buntes Blatt Papier oben drauf, dann siehst du die Ränder besser. In Inkscape setze ich dann erstmal die Deckkraft aller meiner Bilder runter. Ja, das muss man einzeln machen. Das macht die Bilder durchsichtig und ich kann sie dann aneinander ausrichten. Ich zoome nah ran und benutze dann auch die Pfeiltasten auf der Tastatur für die Feinabstimmung. Manchmal musst du ein Bild drehen. Und diese Funktion habe ich am Anfang echt lange gesucht. Wenn du ein Objekt in Inkscape ausgewählt hast, kannst du es nochmal anklicken und dann ändern sich die Symbole an den Ecken und an den Seiten. Siehst du? Klicke so lange, bis du die Pfeile siehst, die um die Ecke gehen. Diese hier, damit kannst du das Bild drehen. Wenn du fertig bist mit dem Ausrichten, gruppierst du die Fotos am besten. Dafür markierst du sie und drückst STRG G. Jetzt bleiben sie zusammen und du kannst sie drehen, verschieben und alles mögliche, als wäre das ein Element. Gruppieren lässt sich rückgängig machen mit STRG SHIFT und G. Nur noch eine letzte Sache, bevor wir endlich mit dem Schnittmuster anfangen. Wie ihr seht, habe ich ein Stück Karo-Papier auf jedes Schnittteil geklebt. Damit kontrolliere ich noch, ob die Größe stimmt. Eigentlich müssten die gescannten Bilder automatisch die richtige Größe haben. Wenn nicht, gibt es dafür bestimmt eine Einstellung in deiner Scan-Software. Okay, aber jetzt zeichnen wir endlich das Schnittmuster. Und zwar mit diesem Werkzeug für Bézier-Kurven? Bézier-Kurven? Keine Ahnung, egal. Dieses Symbol? Mit dem Werkzeug kannst du entweder klicken, dann zeichnest du gerade Linien. Oder du kannst klicken und ziehen, dann zeichnet es Kurven. Einfach mal rumprobieren. Damit zeichnen wir jetzt das Schnittmuster nach und das muss nicht perfekt sein. Siehst du, ich habe die Ecke nicht getroffen. Das können wir jetzt alles noch anpassen und zwar mit diesem Werkzeug zum Pfade bearbeiten. Die Linien im Vektorzeichenprogramm heißen Pfade, frag mich nicht warum. Wenn du das Werkzeug aktiviert hast und dann auf dein Schnittmuster klickst, siehst du alle Punkte, die du eben geklickt hast. Und jetzt kannst du sie einzeln nachträglich verschieben, sodass alles passt. Bei Kurven hast du zusätzlich noch diese Griffe, mit denen du die Krümmung verändern kannst.
Wenn du zu wenige Punkte gesetzt hast, so wie hier, kein Problem. Doppelklicken auf die Linie fügt einen neuen Punkt hinzu. Und wenn du einen Punkt zu viel hast, kannst du ihn anklicken und mit der Taste Entfernen löschen. Hier habe ich eine gerade Linie, aber wollte eigentlich eine Kurve haben. Auch das können wir noch nachträglich ändern. Klicke die Linie an, die eine Kurve werden soll. Jetzt siehst du, dass beide angrenzenden Punkte markiert sind. Dann klickst du oben links auf dieses Symbol. Tada! Und wir haben zwei Griffe und können unsere Kurve zurechtziehen. Spiel ruhig auch mal mit den anderen Knöpfen hier oben rum, die sind hilfreich. Puh, okay. War das zu viel Info? Klingt das sehr kompliziert? Es braucht schon ein bisschen Übung, aber so schwierig ist es wirklich nicht. Probier einfach aus, spiel mit den Funktionen rum und dann klappt es schon. Ich habe das durch Ausprobieren gelernt, dann lernst du das auch. Apropos Ausprobieren, ich habe gerade eben rausgefunden, dass du auch eine Kurve kriegst, wenn du die gerade Linie einfach nach außen ziehst. Das geht einfach dreimal so schnell. Und für die Feinheiten musst du auch nicht unbedingt diese Griffe benutzen, sondern du kannst auch einfach auf die Kurve klicken und sie verziehen. Hey! Und wo wir gerade dabei sind, das hier ist ein ganz anderes Projekt mit sehr kleinen Schnittteilen. Und hier habe ich meinen Klebebandschnitt direkt auf das karierte Papier geklebt. Das geht viel schneller beim Scannen. Nächster Pro-Tipp. Manchmal sind die Bilder ein bisschen schief, aber ich möchte ein perfekt vertikal ausgerichtetes Schnittteil zeichnen. Besser als Augenmaß ist es, wenn du dir Hilfslinien holst. Du siehst am linken und am oberen Rand diese Lineale. Wenn du auf ein Lineal klickst und die Maustaste gedrückt hältst, kannst du dir Hilfslinien rausziehen. Und sie übrigens auch wieder zurückschieben, um sie zu entfernen. Ich hole mir so eine Hilfslinie und daran richte ich das Bild aus, bevor ich anfange, das Schnittmuster zu zeichnen. Während ich dann meine erste Linie zeichne, halte ich Steuerung gedrückt. Dadurch rastet die Linie in bestimmten Winkeln ein. Seht ihr den Unterschied? Ohne Steuerung? Mit Steuerung. Yeah, und schon ist die Linie perfekt ausgerichtet. Fertig! Jetzt kannst du die Bilder zur Seite schieben, sodass nur die Zeichnung übrig bleibt. Falls das nicht geht, bist du vielleicht noch im Pfadebearbeiten-Modus, dann musst du hier auf dieses Werkzeug klicken und bekommst wieder die normale Maus. Und noch ein Pro-Tipp, Inkscape hat Ebenen. Hier rechts, schön versteckt. Wenn du deine Linien in einer separaten Ebene gezeichnet hast, kannst du hier mit einem Klick alle Bilder ausblenden. Gut, wir haben unser Schnittmuster digitalisiert, aber wie wird daraus jetzt ein PDF, das wir ausdrucken können? Anders als Illustrator Co. hat Inkscape leider keine Funktion, automatisch mehrseitige PDFs zu erstellen. Darum müssen wir ein bisschen tricksen. Zuerst musst du entscheiden, wie groß dein Schnittmusterausschnitt pro Seite sein soll. Standarddrucker können nicht bis ganz zum Rand des Blattes drucken, darum müssen wir an jeder Seite einen Rand lassen. Jeweils 1 cm ist ganz gut. Geh jetzt auf Datei und öffne die Dokumenteigenschaften. Hier siehst du die Höhe und Breite deines Dokuments. Verkleinere beide Werte um 2 cm. Diese Seite ist jetzt ein bisschen kleiner geworden, auch wenn man es nicht sieht. Jetzt brauchen wir ein Rechteck mit den gleichen Maßen und das legen wir genau auf die Dokumentseite drauf. Du wirst gleich sehen, warum das wichtig ist. Ich habe noch keine Funktion gefunden, dieses Rechteck an der Dokumentseite einrasten zu lassen, darum zoome ich jetzt ganz nah ran und benutze die Pfeiltasten zum Ausrichten. Dann brauchen wir das gleiche Rechteck nochmal. Am schnellsten geht das, wenn wir das erste Rechteck duplizieren. Klicke es an und drücke STRG D. Das fügt dir eine Kopie des Rechtecks an derselben Stelle ein. Siehst du, wenn wir das wegschieben, ist das erste Rechteck noch da. Unser neues Rechteck bekommt einen Namen, A1. Und es bekommt Markierungen zum Zusammensetzen später. Ich mache immer 2 gedrehte Quadrate an der rechten Seite und 1 an der Unterseite. Andere Formen gehen natürlich auch. Farben zum Füllen hast du hier unten. Drehen um einen Winkel geht hier rechts unter Transform und dann Drehen. Damit die Quadrate auf der Linie einrasten, muss hier rechts oben Snapping angeschaltet sein. Wenn sie trotzdem nicht einrasten, wie sie sollen, spiel mal hier mit den Snapping-Optionen rum, bis es tut, was du willst. Dieses ganze Gebilde gruppiere ich dann mit STRG G und dupliziere es mit STRG D. Ich brauche mehrere davon. Wer erkennt schon, was das wird? Richtig, das Drucklayout! Das Rechteck oben in der Mitte nenne ich jetzt A2, das rechts daneben A3, in der zweiten Zeile geht es los mit B1 und so weiter. Mit diesen Beschriftungen komme ich später beim Zusammenkleben nicht durcheinander. Dann kommt der spaßige Teil, nämlich alle Schnittteile hübsch platzsparend anzuordnen.
Dafür schaltest du Snapping am besten wieder aus, weil wir jetzt nicht wollen, dass das irgendwie komisch einrastet. Wenn du fertig bist, gruppierst du auch das alles nochmal, damit wir unseren Schnittbogen jetzt als ein Objekt verschieben können. Schalte Snapping wieder ein und verschiebe ihn so, dass Seite A1 genau auf der Dokumentseite liegt. Ich sagte ja, dass ich noch nicht rausgefunden habe, ob und wie man Objekte an der Dokumentseite einrasten lassen kann. Unser Rechteck vom Anfang ist jetzt hier der Trick, denn daran kann der Schnittbogen einrasten. Als nächstes speichern wir das als PDF. Dazu gehst du auf Datei und Kopie speichern. Du kannst auch Speichern unterbenutzen, das macht effektiv keinen Unterschied. Wichtig ist nur, dass du hier PDF auswählst und nenne die Seite am besten auch A1. Dann öffnet sich ein Fenster, was du komplett ignorieren kannst. Die Einstellungen passen für unsere Zwecke. Einfach OK klicken. Jetzt haben wir ein PDF von Seite A1. Leider nur von Seite A1. Als nächstes schiebst du Seite A2 auf die Dokumentseite und wiederholst genau das Gleiche. Datei, Kopie speichern, PDF auswählen, umbenennen, OK drücken. Ja, du musst jede Seite einzeln speichern, leider. Ich schätze, das ist die nötige Fleißarbeit dafür, dass das Programm kostenlos ist. So, fast fertig. Aber wer will schon einzelne Dateien? Die Seiten sollen jetzt noch zu einem PDF zusammengefügt werden. Ich benutze dafür das kostenlose Programm PDFSAM Basic. Du wählst hier einfach Zusammenfügen aus, ziehst alle Dateien in das Feld, klickst Start und fertig. Aber du musst dir dafür nicht unbedingt ein extra Programm runterladen, denn wenn du online nach PDF-Dateien zusammenfügen suchst, findest du ganz viele Alternativen. Zum Beispiel auch eine Anwendung von Adobe, die ohne Installation funktioniert. Tada! Hier ist unser fertiges mehrseitiges PDF-Dokument. Wie du siehst, endet jetzt jede Seite mit einem dünnen schwarzen Rand und hier haben wir auch unsere Markierungen zum Zusammenkleben. Achte beim Drucken darauf, unbedingt tatsächliche Größe auszuwählen, damit dein Schnittmuster nicht zu groß und zu klein wird. Die Seite wird automatisch in die Mitte des Papiers gesetzt und wir bekommen rundherum unseren 1 cm breiten Rand. Yay! Hier ist noch ein Bonustipp. Ich sehe viele Leute, die den Rand ihrer Schnittmuster komplett abschneiden und die Seiten dann mit Klebeband zusammenkleben. Das geht auch schneller und vor allem umweltfreundlicher. Schneide den Rand stattdessen nur an zwei Seiten ab, und zwar immer nur rechts und unten. Allein das spart dir schon mal einen Haufen Zeit. Benutze die übrigen Ränder, um die Seiten mit Klebestift zusammenzukleben. Die Papierreste kannst du dann einfach ins Altpapier geben. Es klebt kein Plastik dran und der Klebestift ist wasserlöslich, das macht es leichter zu recyceln. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß und Erfolg mit deinem eigenen digitalen Schnittmuster. Aber vorher möchtest du vielleicht noch dieses Video anschauen. Bis zum nächsten Mal!